Es sind neue, super interessante Details zu God of War Ragnarök herausgekommen, die einen tieferen Einblick auf Fähigkeiten, Verbesserungen, Schwierigkeitsgrade und vieles mehr gewähren. Bleibt gespannt, das Video sollte man nicht verpassen. Servus God of War Freunde, heute bin ich für euch mit einem weiteren God of War Ragnarök Video zurück. Wer mich übrigens noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal gerne auf dem Kanal vorbeischauen. Nicht mehr lang und das Game ist draußen. Die neuesten Informationen stammen einerseits vom Entwickler selber durch ein Q&A auf dem Discord-Server und von Joe Raptor, einem englischsprachigen YouTuber, der schon vorab ins Spiel reinschauen durfte und richtig interessante Details zu den Fähigkeiten, aber auch zur Ausrüstung rausgehauen hat. Das Video kommt wie immer ohne Story-Spoiler aus und wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Beginnen wir mit den neuen Kampfdetails, die haben es wirklich in sich. Neues Bildmaterial gibt es leider nicht, aber mit dem bisherigen lässt sich auch wirklich alles super erklären. Die Fähigkeiten, die wir in God of War Ragnarök zur Auswahl haben, sind massiv. Zum Beispiel gibt es 28 Leviathan-Axtfähigkeiten und auch zum Beispiel 26 Chaos-Klingen-Fähigkeiten. Bin sehr gespannt, wie die Skillbäume aussehen, ob viele alte Skills mit dabei sind oder die meisten neu. Durch die zahlreichen Fähigkeiten wird das Kampfsystem natürlich abwechslungsreicher, tiefer und das schon gleich zu Beginn, denn wir besitzen beide Waffen zum Start. Was dazu natürlich super passt, ist, dass Atreus im zweiten Teil seine XP-Punkte selber getrennt bekommt von Kratos. Und so wird man natürlich auch beide Charaktere skillen können, weil ich glaube, jeder von uns hätte bei so vielen Skills eher immer Kratos geskillt und eben Atreus vernachlässigt. So habe ich es auch im ersten Teil gemacht. Da habe ich immer nur Kratos die Punkte gegeben. Lieber ein bisschen auf Tasche behalten für später, für neue Fähigkeiten, als etwas Atreus zu geben. Und diese Mechanik ist jetzt am zweiten auf jeden Fall anders, getrennt. Das finde ich deutlich besser. Einige Fähigkeiten, die man im vorherigen Teil freischalten musste, sind jetzt direkt in Ragnarök frei, zum Beispiel die Sprungangriffe. Diese spielen sich wahrscheinlich im zweiten Teil auch noch geiler, da das Kampfsystem vertikaler wird und man die Fähigkeiten eben auch von oben einsetzen kann. Man kann auf Gegner runterspringen, was spektakulär aussieht. Bei den Chaosklingen können wir zum Beispiel gleich die Gegner von Beginn an uns ranziehen, was die Kämpfe mit Sicherheit deutlich angenehmer machen wird, da man die Fernkämpfer zu sich ranziehen kann. Ein richtig cooler Punkt ist die Synergie zwischen der Leviathan-Axt und den Chaosklingen. Wer beide Waffen abwechselnd spielt, wird belohnt. Beide Waffen haben ja ein neues Feature bekommen. Wenn man die Dreieckstaste gedrückt hält, verstärkt man die Waffen mit ihrem Element Eis oder Feuer. Dadurch kann man die Gegner eben einfrieren oder auch in Brand stecken. Schaltet man dann noch zwei neue Fähigkeiten frei, kann man zum Beispiel mit den Chaosklingen mehr Schaden an gefrorenen Gegner machen und eben mit der Leviathan-Axt an brennenden Gegnern. Das hört sich mega geil an. Man lädt erst die Leviathan-Axt mit Eis auf, friert die Gegner ein, wechselt dann zu den Chaosklingen und zerstört sie mit dem Schadensboost. Neue Details zum Fähigkeitsleveln sind auch bekannt. Es gibt drei unterschiedliche Stufen. Gestartet wird mit Bronze. Benutzt man die Fähigkeiten eben oft genug, beim Axtwurf zum Beispiel 100 Mal, dann levelt die Fähigkeit nach oben. Nach Bronze kommt Silber und dann Gold. Ist die Fähigkeit auf Max-Level, kann man einen Mod-Slot mit 1000 XP-Punkten freischalten und so die Fähigkeit in eine von drei Richtungen verbessern, zum Beispiel mit mehr Schaden versehen, bessere Betäubung oder Schutz, wenn man eben die Fähigkeit benutzt. Was richtig cool ist, man muss die Mod-Slots nur einmal freischalten und danach kann man die Verbesserungen nach Belieben wechseln. So kann man natürlich auch sein Bild dann immer wieder verändern, optimieren, wenn man mal was anderes spielen möchte, ist eine geile Sache. Die Runenangriffe können auch wieder mit XP verbessert werden. Erhöht wird wieder der Schaden, das Element und die Betäubung. Das System kennt man ja auch schon aus dem Vorgänger. Das Grundsystem ist natürlich immer gleich, nur gewisse Sachen sind eben erweitert, optimiert, tiefer. Eine Änderung gab es aber beim Rage-Modus und zwar bei den Verbesserungen. Die findet man jetzt nicht mehr bei den Fähigkeitsbäumen, sondern im Ausrüstungsmenü, warum auch immer, die mit einer großen Anzahl von XP-Punkten verbessert werden können. Wie auch schon im Vorgänger bekommt man XP-Punkte in Ragnarök durchs Gegnerbesiegen, Questabschlüsse oder Objekte. Ich denke, wer auch viele Nebenquests machen wird und die ganzen Gebiete untersucht, wird reichlich Punkte bekommen und kann alles Mögliche verbessern und skillen. Die Angriffe sind wie gewohnt, es gibt leichte und schwere, außerdem lädt man wieder Leben auf, wenn man im Modus drin ist. Was cool ist, der Steinwurf, den man eben im vorherigen Teil freischalten musste, ist jetzt in Ragnarök direkt dabei.
Nun kommen wir zu einem legendären Punkt, und zwar Rüstungen können natürlich auch wieder in God of War Ragnarök verbessert werden. Da gab es aber eine riesige, sinnvolle Änderung, denn alle Rüstungen im Spiel können auf die Stufe 9 nach oben verbessert werden. Im Vorgänger waren das ja nur einige Rüstungen, gerade die man irgendwann später eben freigeschaltet hat, und die Anfangsrüstungen waren eben irgendwann nicht mehr gut, und diese Änderung ist auf jeden Fall wirklich sinnvoll. Sie bringt einfach auch mehr Vielfalt ins Spiel rein, denn man kann natürlich die Anfangsrüstungen dann am Schluss auch natürlich ganz nach oben pushen, hat einfach mehr Vielfalt und keine Rüstungen, die absolut unbrauchbar sind. God of War Ragnarök wird eine riesige Auswahl an Rüstungssets bieten und noch mehr Vielfalt zeigen, wenn es um die Verbesserung von Werten und Kräften geht. So kann man wieder auf Schaden gehen, auf Element. Diesmal ist es aber scheinbar auch möglich, starke Betäubungsbuilds aufzubauen. Da bin ich sehr gespannt drauf, mit wenigen Schlägen an die Gegner betäuben und dann mit den neuen Finishern vielleicht ausschalten. Das wäre schon ein Highlight. Interessante Details gibt es bei den Schilden, die können Ragnarök verbessert werden. Bei der Leviathan-Axt kann man ja zum Beispiel einen anderen Knauf oder den Knauf immer wieder wechseln, der unterschiedliche Werte hat, und so etwas soll es bei den Schilden auch geben. Verbessert wird dadurch zum Beispiel die Verteidigung. Mal schauen, was es da noch für Boni gibt. Dadurch, dass man ja drei verschiedene Schilde im Spiel hat, kann ich mir gut vorstellen, dass es da eine ganze Handvoll oder zahlreiche unterschiedliche Boni geben wird mit unterschiedlichen Verbesserungen. Mittlerweile ist auch bestätigt, dass Transmog mit dabei sein wird. Wenn wir eine Rüstung richtig gut von den Werten her finden, die Optik gefällt uns aber gar nicht, können wir eben von einer anderen Rüstung die Optik on top drüberlegen. Das ist natürlich eine richtig feine Sache. Neue Infos zu den Aktivitäten in der Welt gibt es ebenfalls. So wird es sein, dass bestimmte Sachen, wie auch schon im Vorgänger, blockiert sind, weil einem einfach das Gadget fehlt und man eben später nochmal vorbeikommen muss, um das Ganze dann eben abzuschließen. Die Entwickler haben außerdem noch ein Bild von Helheim veröffentlicht, das absolut stunt. Bin sehr gespannt, wie die Welten aussehen. Ich glaube, das wird ein absoluter Augenschmaus werden. Was interessant ist, God of War Ragnarök wird mit 5 unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden daherkommen, einer mehr als beim Vorgänger. Vom mittleren aus gibt es 2 leichtere und 2 schwere, einiges wurde verändert. Der Schwierigkeitsgrad, der neu ist, befindet sich zwischen dem leichtesten und dem mittleren. Außerdem kann man die Schwierigkeit vom God of War Schwierigkeitsgrad, dem höchsten, runterstellen. Und wenn man irgendwo nicht weiterkommt, kann man es eben leichter machen, kommt dann weiter, aber es geht dann nicht mehr nach oben. Finde ich trotzdem eine coole Sache, denn man muss dann eben keinen neuen Spielstand anfangen. Allgemein wurden auch die ganzen Gegner optimiert auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Es wurde geschaut, dass sie nicht mehr so viel Leben besitzen, sondern eher schneller, aggressiver und mehr Schaden austeilen, was ich eine coole Sache finde. Schreibt mal in die Kommentare rein, werdet ihr auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen oder genießt ihr das Spiel auf einem anderen? Ich kann es kaum erwarten, in God of War Ragnarök reinzustarten. Die Neuigkeiten hören sich einfach phänomenal an. Ich denke, euch geht's genauso. Freue mich mega drauf, für euch die ganzen Guide-Videos rauszuhauen, wenn das Spiel endlich draußen ist. Wer die nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit dem Abo dabei bleiben. Würde mich mega freuen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß beim Zocken. Man sieht sich beim nächsten Video. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.